Ein Alltag ohne Internet? Undenkbar. Amazon, Facebook und Co. lernen uns immer besser kennen. Je digitaler unser Leben wird, umso mehr Informationen sammeln die Internetfirmen. Die Daten der Nutzer sind ihr Kapital. Doch wie gehen sie damit um? Und wie können wir schützen, was wir nicht preisgeben wollen? Das frage ich Viviane Reding, ehemalige EU-Kommissarin. Es wird uns ja vorgegaukelt, dass alles sei gratis. Nichts ist frei, nichts ist gratis. Wir zahlen mit unseren Daten. Ich gebe Ihnen nur einige Zahlen auf Facebook. Bei 68 Likes weiß man, wie sie politisch denken, was ihre Vorlieben sind im Leben. Für Kinder bei 150 Likes kennt Facebook die Kinder besser, als die Eltern es tun. Und bei 300 Likes kennt Facebook den Menschen besser, als der Partner es tut. Also wir sind schon gläsern. Wie stark ist denn da eben die Politik auch gefragt? Ehe die Politik aktiv wird, ist ja schon vieles falsch gelaufen. Und da haben wir in unserer Gesellschaft allgemein diese Geschwindigkeitslücke. Auf der einen Seite galoppiert die Datenindustrie, die geht sehr schnell voran. Und auf der anderen Seite, um ein Gesetz zu machen, um die Sache in den Griff zu bekommen, das geht langsam in unseren Demokratien. Doch Viviane Reding hatte Geduld. Sie hat im EU-Parlament ein neues europäisches Datenschutzgesetz mit auf den Weg gebracht, das die Rechte der Bürger in der digitalen Welt stärken soll. In diesem Jahr tritt es in Kraft. Mussten Sie da auch mal ordentlich kämpfen? Ich kann mir vorstellen, das ist ein beträchtlicher Interessenskonflikt auch zwischen Wirtschaft und Politik. Da geht es um Milliarden Einkünfte. Und wenn man die einfach straflos global machen kann, ohne Rücksicht auf Verluste, geht das einfacher, als wenn man Regeln einhalten muss. Und deshalb eine Riesenlobby, insbesondere von den großen amerikanischen Unternehmen und von der amerikanischen Regierung. Ich musste mich wehren. Also es war sehr schwierig. Ich wurde von allen Seiten ausgebremst und hatte aber das Europaparlament mit mir. Die EU hat den Datenschutz verschärft. Nutzer kommen nun leichter an ihre Daten, erfahren, wie sie weiterverarbeitet werden und können Informationen leichter löschen lassen. Die neuen Regeln gelten auch für US-Firmen, die in Europa aktiv sind. Ihnen drohen hohe Bußgelder. Bis zu 4% des Jahresumsatzes als Strafe. Das kann schon Hunderte von Millionen Strafe bedeuten für die Internetanbieter. Was ist die europäische Art des Datenschutzes? Was wünschen wir uns in Europa eigentlich oder was bräuchten wir? Wir wollen keinen Protektionismus, wir wollen keine Mauern, sondern wir wollen den freien Fluss der Daten, auch die Freiheit der Forschung, aber in Grenzen. Und die Grenzen sind die Persönlichkeitsbeschädigung des einzelnen Bürgers. In den sozialen Netzwerken ist Viviane Reding zwar präsent, aber Persönliches gibt sie nicht preis. Ihre Facebook-Seite als Abgeordnete des EU-Parlaments nutzt sie als Plattform für den Kontakt mit den Bürgern. Doch privat stellt sie höchstens mal ein paar Fotos von ihrem Hund ins Netz. Je mehr das Internet unser Leben bestimmt, desto drängender wird die Frage danach, wer hat die Kontrolle über das, was im Netz geschieht. Hier sind Antworten gefragt von Politikern und Unternehmern.